Hallo und willkommen bei Kulissenriss EU. Falls du ganz neu auf dieser Seite bist, dann wird dieses Video dir eine kurze Einführung in die Seiten von Kulissenriss geben, was du dir unbedingt anschauen solltest. Natürlich entscheidest du das selbst. Es soll ja auch nur eine Übersicht sein. Ich habe schon auf dieser Seite für Einsteiger zwei Links eingefügt und damit fangen wir jetzt auch gleich an, damit du weißt, was dich erwartet. Es wird eine Seite angezeigt, die heißt Zwei wichtige Stunden für dein Leben. Die sind deswegen wichtig für dein Leben, weil du einen Crashkurs Geld und Recht erhältst, den Andreas Klaus vorträgt. Andreas Klaus ist jemand, der einen wirklich tollen Vortrag macht. Er bindet das Publikum ein und hat auch immer die richtigen Stellen, wo er wirklich lustige Dinge einfügt. Muss man einfach gesehen und gehört haben. Danach wirst du dann auch wissen, warum dieser Vortrag so wichtig für dich ist. Danach, falls du nach den 2 Stunden noch Lust hast, ich hoffe ja, du hast dir das auch wirklich alles reingezogen, dann solltest du hier weitermachen. Du landest dann auf der Seite von 9-11 Inside Job oder 9-11 Inside Job. Und dort habe ich alles zusammengestellt, was ich bisher gefunden habe, was letzten Endes an Kritik an der öffentlichen Version der US-Regierung, an dem Hergang des Terroranschlags auf das World Trade Center existiert. Du findest hier viele Videos und sehr viele Links zu anderen Webseiten. Meine Nachträge, das sammle ich schon seit fast 2 Jahren jetzt. Es ist also wirklich ganz spannend, was du hier findest. Ich kann nur empfehlen, schau dir auch das in Ruhe an, um dann entscheiden zu können, ob die offizielle Version wahr sein kann. Oder nicht. Ich meine, sie kann so nicht stimmen, auf gar keinen Fall. Falls du immer noch Lust hast oder inzwischen wieder auf dieser Seite bist, dann solltest du auf jeden Fall die Seite BRD GmbH aufrufen. Dort erfährst du ganz vieles über die Gründung der Bundesrepublik Deutschland, die ja von den Alliierten als eine Verwaltung für das besetzte Land, was ehemals ja mal Deutsches Reich war, eingesetzt wurde. Und das Grundgesetz ist anscheinend inzwischen nicht mehr gültig. Jedenfalls gibt es ganz viele Daten, die dafür sprechen. Es gibt eine Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, die verwaltet alle Schulden und alle Kredite des Bundes, wer auch immer der Bund ist, ist aber nur mit 25.000 Euro Stammkapital abgesichert. Noch ein bisschen mehr, weil es mal 50.000 D-Mark waren. Aber diese Firma, diese GmbH, kann nicht verklagt werden wegen Konkursverschleppung oder dergleichen, weil es der Bund ist. Da gibt es eben auch ein Urteil. Das habe ich auf dieser Webseite abgelegt. In dieser Rede von Carlo Schmitt kannst du dir anhören, wozu das Grundgesetz eigentlich mal gedacht war. Das bestätigt meine Worte. Hier rutscht Herrn Gabriel raus, dass die Bundesrepublik war und ist eine Verwaltung. Es wurde kein Staat errichtet. Und das Gleiche haben wir auch nochmal bei Herrn ehemaligen Finanzminister Weigel. Auch dort sagt er, ist das Deutsche Reich nicht untergegangen. Solltest du dir also wirklich in Ruhe diese Seite anschauen. Es sind viele interessante Links und auch viele Erklärungen enthalten, warum die Seite BRD GmbH heißt. Nun möchte ich dir gerne noch ein paar Seiten
vorstellen, die dich auch sicher interessieren dürften. Fangen wir an mit der Gesundheitsseite. Die Seite selber hat schon viele allgemeine Informationen. Du wirst sicher überrascht sein, was da so alles steht. Empfehlen kann ich dann die Seite über Aspartam. Aspartam ist ein angeblicher Süßstoff, aber hochgiftig. Es ist eigentlich ein Skandal, wie dieser angebliche Süßstoff überhaupt zugelassen wurde. Einfach anschauen, dann wirst du sehr aufpassen, was du demnächst zu dir nimmst. In jedem Kaugummi oder fast jedem Kaugummi ist inzwischen Aspartam drin. Bisphenol A ist vielleicht nicht jedem bekannt, aber ist in den meisten PET-Flaschen drin, also Cola, Wasser und was auch immer, wird an den Inhalt abgegeben, ist aber auch in irgendwelchen anderen Plastikverpackungen drin und stellt ganz viel in deiner Körperchemie an. Anschauen. Fluor, du putzt dir seit Jahrzehnten die Zähne, hast Fluor in deiner Zahncreme und weißt gar nicht, welche Auswirkungen Fluor auf deinen Stoffwechsel, auf die Knochenbildung und mehr hat. Schau dir das einfach an. Glutamat, auch bekannt als Geschmacksverstärker, wird oft inzwischen versteckt unter dem Begriff Hefeextrakt. Ist ein Teufelszeug, was dir eigentlich die Gehirnzellen wegbrutzelt. Also schau es dir an. Das Handy ist etwas, was Krebs erzeugen kann, und zwar im Gehirn. Wenn du telefonierst, verklumpen deine Blutkörperchen. Dein Gehirn wird erhitzt, so ähnlich wie an einer Mikrowelle. Weitere Informationen dort. Wer sich heute noch impfen lässt, der sollte sich wirklich eingehend informieren, was er sich da eventuell antut. Schau dir die Seite an und entscheide selbst. Pharmalobby habe ich recht früh angefangen, viel zusammengetragen. Schau es dir an, wenn du wissen willst, wohin das Geld geht, was du für deine Krankenversicherung bezahlst. Ganz zum Schluss noch für viele ganz neu Zitronensäure. Zitronensäure ist auch in fast allen Lebensmitteln inzwischen drin. Guck auf deine Marmelade oder auf irgendwelche Dinge, die du gekauft hast, egal ob es Würstchen sind oder was auch immer. Oftmals ist da Zitronensäure drin. Zitronensäure bindet Schwermetalle im Körper. Dazu zählt auch Aluminium, was auch in den Chemtrails enthalten ist. Und Aluminium soll ein Auslöser für Alzheimer sein. Also schau es dir an. Kommen wir zur neuen Weltordnung. Chemtrails habe ich eben kurz erwähnt. Wenn du nicht weißt, was das ist, guck unbedingt da rein. Denn wenn du denkst, ein Flugzeug macht nur Kondensstreifen, dann können das auch Chemtrails sein. Das sind giftige Wolken. Hier ganz viel über den Klimaschwindel, mit dem man uns ordentlich abkassieren will und es auch schon tut. Ein Mittel, um global zu regieren, das sagt sogar ein Rothschild in einem Video auf dieser Seite. Über die Grünen möchte ich nicht reden. Jetzt jedenfalls nicht. Schau es dir an, wenn es dich interessiert. Eurogentfor, eine europäische Gendarmerietruppe, die überall in Europa eingesetzt werden kann, bei Aufständen. Dabei ist nicht definiert, was ein Aufstand ist. Es kann theoretisch jede Demonstration zum Aufstand gemacht werden. Also unbedingt anschauen. Die dürfen nämlich auch schießen, und zwar scharf. Harp, ein ganz großes Thema. Harp kann Wetter beeinflussen. Harp kann Frequenzen erzeugen, die der Frequenz deines Hirnes entspricht und dich damit beeinflussen. Eine Kriegs- und Mind-Control-Waffe, die seit vielen, vielen Jahren entwickelt wird. Dann habe ich ganz neu Organisationen, die wahrscheinlich von den Drahtziehern der neuen Weltordnung dominiert werden, hier zusammengestellt. Da solltest du dann auch dir mal die Daten zu reinziehen. Du wirst überrascht sein, was du dort lesen wirst. Davon bin ich überzeugt. Ich hoffe, ich konnte dir eine kurze
knappe Übersicht verschaffen, was du hier findest. Ich freue mich, wenn du das findest, was du gesucht hast. Eine Bitte habe ich noch. Immer wieder verschwinden Videos auf meinen Seiten, die ich verlinkt habe, egal ob bei YouTube oder woanders, weil dort das Urheberrecht geltend gemacht wird, ob es nun eine bewusste Zensur ist oder einfach nur der Wunsch, mehr Geld zu verdienen, sage ich mal. Das weiß ich nicht. Wenn du also feststellst, dass irgendwo ein Video fehlt, sei bitte so nett und nimm Kontakt zu mir auf. Du kannst auch verschlüsselten Kontakt zu mir aufnehmen und mir ganz kurz einfach den Link der Seite mailen und sagen, welches Video weg ist, damit ich darauf aufmerksam werde. Denn bei den vielen Seiten, die inzwischen hier sind, kann ich das nicht mehr überblicken und jeden Tag die Seiten durchschauen. Es wäre also wirklich nett. Du hast was davon und alle anderen auch. Herzlichen Dank.